Das ist die Landschaft Kras in Westslowenien, die dem Karst seinen Namen gab. Hier liegt das Gestein offen an der Luft. Nackter Karst. Und das ist die Schwäbische Alb, das größte Karstgebiet Deutschlands. Hier trägt das Kalkgestein meist eine Bodendecke. Bedeckter Karst. Während der nächsten Geostunden werden wir diese Karstgebiete ausgiebig durchstreifen. Die Wege des Wassers in oder unter einer Karstlandschaft sind sehr komplex. An unzähligen Stellen verschwindet Wasser in solchen Bodenlöchern, fachlich korrekt Ponor genannt. Wir müssen schon einen sauberen Schnitt ins Modellgelände legen, um den Wasserhaushalt, die Hydrographie des Karsts zu verdeutlichen. Und natürlich ist das ein vereinfachendes Modell, das in erster Linie zeigen soll: Es gibt viele unterirdische Karstgefäße. Manche stehen miteinander in Verbindung, manche liegen isoliert im Gestein. Die junge Landfläche ist noch nackt. Saure Niederschläge nagen in den ersten kleinen Mulden und Scharten im Kalk. Diese kleinen Vertiefungen werden vom abfließenden Wasser langsam zu schmalen Rillen erweitert und vereint. Besonders in den tropischen Ländern Asiens, in Thailand und Vietnam, in China und auf den Philippinen, modelliert das aggressiv feuchtwarme Klima fantastische Skulpturen aus dem Kalkgestein. Solche Landschaften wachsen, wie gesagt, nur in heißem, feuchtem Klima, unter dem Einfluss von unterirdischen Wasserströmen und aggressivem Regen.